Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier ein Skript hier vorstellen. Das heißt hier echte Fahrzeugpannen. Das ist ja die Beta, das ist die V0.8.1.0. Ja, also dieser Skript wurde noch nicht auf dem Server getestet, deswegen kann man nicht wissen, ob sich da Fehler regenerieren. Ja, und was macht hier dieses Skript? Ja, dieses Skript hier also macht hier diverse Sachen, zum Beispiel, ja, wenn dein Thermostat also nicht funktioniert mehr richtig, Beispiel, es macht nicht auf, dann überhitzt hier der Motor, beschädigt das und der Kraftverbrauch steigt. Oder Beispiel, es macht nicht mehr zu, ja, die Betriebstemperatur wird nicht erreicht und der Kraftverbrauch steigt. Oder Beispiel hier die Lichter, Beispiel Vorderlicht und Rücklicht ist defekt. Ja, dann irgendwann mal geht hier nur die Warnblinkanlage und ja, Beispiel die Zündkerzen im Fall so sind nicht richtig, lässt der Motor schwer starten und natürlich der Kraftverbrauch steigt. Ja, Beispiel noch hier Scheibenwischer, ist also der Motor, also ist dann defekt, dann irgendwann geht er überhaupt nicht mehr, wenn es Beispiel regnet oder schneit. Ja, oder Beispiel, die Lichtmaschine ist defekt und dann lässt sich dann das Fahrzeug nicht mehr starten, möglicherweise Batterie wird leer. Oder wenn du das Licht vergisst, natürlich hier auszuschalten, dann ist die Batterie dann auch leer. Ja, es gibt verschiedene Arten hier dann von Fehler, was hier auftreten können und natürlich hier Serviceintervall, also kann man auch hier machen, kann man sich dann nachher einstellen, das ist eine coole Sache das Ganze. Ja, und ja, ich habe jetzt hier mal vorbereitet, hoffentlich kriege ich das nochmal hin. Also wir haben jetzt hier uns ein, also MF, ja, und da ist, wie wir sehen, hier unten, ja, die Batterie ist leer, also 25%. Mal schauen, ob wir das hier natürlich hier wieder hier also laden können. Wir müssen links Alt und W drücken. Dann kommen wir hier natürlich in dieses Menü rein. Dann gehen wir jetzt hier, also einmal Batterie laden, einmal hier R. So, Charging. Dann steht hier, Batterie ist geladen, also 11.12 Uhr. Her können wir das, also müssen wir jetzt dann schauen, dass wir hier ein bisschen vorspulen, nur ein bisschen. Und dass wir nicht zu schnell sind, weil sonst kommt das irgendwie drüber. Habe ich davor auch das Problem gehabt, also. Jetzt gehen wir wieder langsamer hin. Weil mir ist ja schon ein paar Mal passiert, wo ich da vorgespult habe, dass die Batterie dann wieder leer war. So, sehen wir hier, Batterie zu 100% ist geladen. Also, jetzt können wir wieder hier unseren Motor starten. Wie wir sehen. Scheibenwischer, wie wir sehen, hier funktioniert. Und ja, was können wir jetzt noch machen? Wir können jetzt hier hergehen und schalten das ganze Licht natürlich wieder ein. Schalten den Motor aus. So, dann gehen wir jetzt wieder her. Spulen einfach jetzt mal die Zeit ein bisschen vor. Dann sehen wir dann auf einmal hier ist die wird die Batterie wieder weniger, wie wir sehen. Jetzt geht die Batterie wieder runter. So bei 30%, also 35%, lässt er sich noch starten, habe ich festgestellt. Und ab einem gewissen, jetzt gehen wir hier mal, mit 31% habe ich es noch nicht probiert. So. Wie wir sehen, hier geht noch. Und dann, ja, wenn man den jetzt wieder stehen lässt, wie wir sehen, hier sinkt er und dann irgendwann gehen auch die Lichter auch aus. Also Rundumleuchte hat mein Drescher noch weiter gelaufen. So. Sind wir hier auf 24%.
Irgendwann nachher, dann gehen die Lampen aus. Also ich hatte also beim Drescher den unten auf 25%. Mal schauen, wie weit das geht natürlich. Also hier, also 24% sind wir jetzt unten. Irgendwann, also normalerweise gehen sie überhaupt nicht mehr. Außer er hat das jetzt anders da, also für hier den hier also gemacht, ja. Ah, jetzt bin ich eingestiegen, jetzt ist aus, fertig. Tja, also, jetzt kann man wieder hier reingehen natürlich. Dann sehen wir jetzt hier Batterie. Ja, das Ganze her ist also ist schon mal immer jetzt, wie wir sehen hier. Tot, ja, und jetzt kann man hergehen. Hier kann man einstellen, also Serviceintervall, dann hier Shop, das Ganze und die ganzen Einstellungen kann man machen. Ich habe jetzt das mir noch nicht übersetzt, dass ich das hier also machen kann. Vielleicht liegt das jetzt auch daran, wenn jetzt der zu spät das ist, kann man es auch nicht richten. Vielleicht gehe ich mal davon aus. Und hier haben wir das Ein- und Ausschalten, dass man die Benachrichtigung hier kriegt. Also, wir schauen nochmal hierher, spulen nochmal ein bisschen vor, dass also normale Zeit haben, dass wir sehen, unser Shop hat dann wieder offen. So, dann probieren wir das Ganze noch einmal. Und gehen nochmal her. Und jetzt sehen wir hier, also, weil der Shop ja wieder normale Zeit hat. Wir können unsere Batterie wieder laden. Wir können hier die Inspektion machen. Und natürlich hier die Batterie wieder laden. So, dann sagt er dann hier, Batterie ist dann um 9:09 Uhr dann geladen. Die Inspektion ist nachher um 8:09 Uhr. Also das erledigt dann her. Jetzt gehen wir her. Also wie gesagt, das also betrifft dann auf alle Fahrzeuge her. Also wir sehen hier, die Inspektion ist jetzt gelaufen. Und gleich, also ist dann unsere Batterie dann auch wieder geladen. Also ich finde, das ist wirklich ein cooles Teil. So, sehen wir jetzt hier, unsere Batterie ist jetzt auf 94%, also schon geladen, wie wir hier sehen. Also ich finde, das ist ein cooler Mod, muss man wirklich sagen. Also alle Achtung. Wir schauen uns auch gleich hier unsere Lok an. Da sehen wir immer wieder hier, also wie oft ich die Batterie geladen habe. Das steht dann immer wieder hier, also in unsere Lok natürlich dann auch drin. Schade ist natürlich, dass dieser Mod also leider nie für die Konsolen zur Verfügung steht. Aber ich finde, der Mod ist hammermäßig cool, muss ich dazu sagen. Tja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, schaut wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.